die Schauspielerin Claudia Kottheil. Ich bin Frau Kommissar, Kommissar. Das sind zwei Pinguine. Das sind die besten Imitatoren im Vogelreich. Ne? Und der eine Pinguin imitiert jetzt den anderen. Und deswegen schauen die so gleich aus. Hat er das verstanden? Das kann man aber nicht. Husch. Ja, sie lacht. Sie hat, muss ich nicht. Man kriegt ja kein Personal mit. Schau, wir haben dieselbe Hosen an. Also wir drunter. Ja. Also, sie ist, was ist sie vom Beruf? Schauspielerin, meinst du? Eine Schauspielerin, schau. Wir haben kein Geld. Ist okay. Ist okay. Also braucht sie keinen Job, sei verstanden, als Schauspielerin. Nicht. Was spielt sie gerade so? Ich spiele gerade einen Affen und einen Wolf im Dschungelbuch, am Theater der Jugend. Einen Affen und einen Wolf? Ja, und einen Menschen auch noch. Aber. Und im Fernsehen macht sie auch was? Was sieht man als nächstes? In einer Polizeiserie, Cop Stories. Schau, was spielst du da? Eine Kripo-Beamtin. Haben wir da was sehr verstanden? Sehr wohl, Meister Hofbittstelle, bitte. Wow, was hast denn du vor? Oder hast du extra für uns anzogen? Nur für den Lukas. Und beruflich. Naja, für mich könntest du dich auch mal so anziehen. Hadi, tschüss, tschüss. Fesch. Und die lässt es wieder mal komplett kalt, ha? Ich bin immer ein cooler Polizist im Gegensatz zu dir. Der Schauspieler, der Blonde da zum Schluss, an den kann man uns erinnern. Wie heißt der? Serge Falk, Majestät. Ja, genau, sehr falsch. Genau, sehr falsch. Ja, man kann uns erinnern. Ja. Wird der geschossen oder wird der nur gerät? Auch, nein, wird auch wirklich? Geschossen. Ja. Auch Action? Ein bisschen, ja. Wirklich? Mhm. Und sie schießt auch? Nein, ich schieße nicht. Wieso nicht? Pazifistin oder? Oder englische Polizistin? Es kommt. Stopp! Oder ich sage noch einmal Stopp! Die Bobis, die haben keine Waffe. Haben Sie das gewusst, Herr Verstein? Jawohl, Majestät. Die müssen damit drohen, dass sie noch einmal Stopp schreien. Ein Warnstopp in die Luft. Stopp! Und dann, wenn es ernst wird, dann stoppt gleich direkt in den Rücken. Die haben keine Waffen? Ja. Also natürlich nicht. Was hat sie noch im Fernsehen gemacht? Wir haben da was gesehen, wo sie da imitiert hat, Seifenstein. Was war denn das? Majestät, Frau Kottheil wurde einem breiteren Fernsehpublikum bekannt, indem sie unter anderem Laura Rudasch dargestellt hat, Hofbildstelle. Ihr werdet mich als aggressive, wichtigtuerische Trutschen hinstellen, die beim Versuch, im Hintergrund die Fäden zu ziehen, eine Laufmasche nach der anderen produziert. Weil dann glauben die Leute, das ist spaßig gemeint, lachen. Und wenn ich einmal so ähnlich in der Zeit im Bild rüberkomme, dann lachen auch alle. Und ich muss mich nicht deppert recht werden. Genau. Und bei mir darf ich vorschlagen. Alter, wieso glaubst du, dass du was vorschlagen darfst, du Schwammerl? Wen hat sie da gespielt? Die Laura Rudasch. Also da muss man natürlich, als Schauspieler muss man alles können, gell? Auch Hundgustl spielen. Und hat sich noch andere Politiker auch noch gespielt? Ja, die Maria Vassilakou. Ja. Und haben wir da auch was verstanden? Sehr wohl, Majestät, Hofbildstelle. In einer Partnerschaft muss man halt auch Kompromisse eingehen. Wenn ich zum Beispiel sage, was ist Michi, geh mal Fahrrad fahren. Das sicher. So gibt eben jede Seite das, was sie kann. Sogar die Zahnlücken von der Vassilakou hat es gespielt. Denkst du, ja, da? Sogar das haben sie hingekriegt. Achso, nein, das hat sie nicht hingekriegt. Das ist. Aber mir gefällt das eh am besten, wenn du das anschaust. Ja? Großartig gemacht, aber nur Ungusteln spielen ist ja sicher dann auf die Dauer. Es sind ja lauter Politiker, ne? Ja, aber es sind ja nicht alle Politiker Ungusteln.
Ahaha! Die hat einen Schmähseifenstein! Witzig! Meinst du das ernst? Wie meinst du damit? Eure Majestät zum Beispiel? Wir sind ja kein Politiker! Nein? Nein! Ach so, Entschuldigung. Wir sind ja Kaiser von Österreich. Werden wir gewählt? Ja. Nein, wir wählen. Wir sagen zum Beispiel, Arbeiter, Arbeiter. Und dann? Imitieren Sie mal das. Man kann sagen, imitieren Sie es einmal. Ausgezeichnet, Kotal. Lass mal nicht mehr weg, Seifenstein, die halten wir uns. Ja? Und das technische Problem, wir haben nämlich ein technisches Problem, und deswegen hat der Seifenstein an eine Schauspielerin gedacht, denn Schauspieler merken sich ja so viel Text. Ne? Mhm. Und jetzt verlegen wir dieses Diktaphon immer, dann wissen wir nicht, wenn wir eine Idee haben, wo wir das reinsprechen sollen. Und da kommt sie ins Spiel. Also, sie ist ab sofort das neue kaiserliche Diktaphon. Auf uns noch! Also, einschalten. Wo schaut ist? Ist. Ausgezeichnet. Also. Also. Wir wollen zum Beispiel am Samstag unbedingt ein Schnitzel essen. Wir wollen zum Beispiel am Samstag unbedingt ein Schnitzel essen. Was? Entschuldigung. Ein Diktaphon nimmt zuerst auf und dann. Entschuldigung. Ja? Ja, ja. Also. So gespielt. Ja. Jetzt? Ja. Also. Einschalten. Rennt. Ist. Gut. Wir haben es uns anders überlegt. Wir wollen gar kein Schnitzel essen. Wir wollen zum Beispiel einen Kümmelbraten essen. Wir wollen ja mal einen Kümmelbraten, aber ohne Kümmel. Der Kümmel beim Kümmelbraten ist unglaublich. Das biegt so zwischen die Zähne. Und wir hätten viel lieber was anderes. Seifenstein, organisieren Sie einen Urlaub. Nein, doch nicht. Merken Sie sich für uns, dass wir gar keinen Urlaub brauchen. Und dann sollten wir irgendjemanden anrufen. Wir haben vergessen wen. Also, Wiedergabe. Darf ich da mitgehen? Ja, wenn es sein muss. Also, wir wollen zum Beispiel einen Kümmelbraten essen. Aber ein Kümmelbraten, der irgendwas biegt zwischen die Zähne, das weiß ich nicht mehr so genau. Und dann auch in Urlaub fahren, braucht man nicht. Entschuldigung, ich hab's einfach. Können wir es irgendwie nochmal machen oder so? Nehmen Sie ins Hofopernballett auf. Zu Befehl. Da muss nichts reden. Tanzen braucht es auch nicht, keine Ahnung. Nein? Kann sie tanzen? Hip-Hop. Hip-Hop? Das ist Neues. So modernes. Wie geht Hip-Hop? Da muss man immer so in den Knien bleiben und dann machen wir. Ja, so. Also verschiedene Schritte, dann kann man natürlich auch so. Sie haben jetzt ein bisschen ausgeschaut wie der Seifenstein, wenn er dem Vormärz zeigt, wo er das Auto waschen soll. Also, wissen Sie was? Wir wollen von ihr Hip-Hop-Unterricht haben. Ja? Sie darf sich in unsere Privatgemächer zurückziehen. Wir kommen dann zu ihr, gell? Okay. Brav sein. Exactly.